Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Elektromobilität. Für dieses Video müsst ihr ganz, ganz stark sein. Wir alle lieben ja unsere Elektroautos. Wir wollen, dass es ihnen gut geht und dass sie immer richtig schön glänzen. Aber Fehler können passieren, kleinere Unfälle können auftreten und genau so einer ist mir auch passiert. Und zwar direkt, nachdem ich das Auto neu bekommen habe. Direkt im ersten Monat habe ich mir hier einen richtig schönen Felgenschaden reingefahren. Ich weiß nicht genau, wie er passiert ist. Aber er ist auf jeden Fall da und gerade wenn das Wetter wie heute so richtig schön sonnig ist und man geht aufs Auto zu, dann leuchtet der einen so richtig an, was natürlich sehr, sehr unschön ist. Und in diesem Video wollen wir uns damit mal beschäftigen, welche Arten von Möglichkeiten es gibt, so einen Schaden zu reparieren. Wir werden davon noch eine selbst ausprobieren. Ich hoffe, das wird spannend und damit viel Spaß bei Tofi Elektrisiert. Bevor wir über die Reparaturarten reden, müssen wir erstmal darüber reden, wann so ein Schaden überhaupt beseitigt werden darf. Denn wir leben in Deutschland, hier ist natürlich alles definiert und so gibt es einen Sonderausschuss Räder und Reifen des Bundesverkehrsministeriums. Die haben genau definiert, wann ein solcher Schaden repariert werden darf. Und dafür gucken wir uns jetzt mal meine Felge an. Und zwar sind die Bedingungen, der Schaden selber, also im Aluminium bzw. Metall, darf nicht tiefer als 1 mm sein. Und er darf nicht weiter als 5 cm von der Außenseite der Felge entsprechend weg sein. Außerdem dürfen keine Risse in der Felge drin sein und sie darf auch nicht verbeult sein. Dann spricht man von strukturellen Schaden, was die Funktionalität der Felge betrifft. Das wäre ein Sicherheitsrisiko, deswegen darf sowas nicht repariert werden. Wo wir das jetzt geklärt haben und wissen, meine Felge darf repariert werden, beschäftigen wir uns jetzt mit den Arten der Reparatur. Dann reden wir erstmal drüber, was man bei so einem Felgenschaden eigentlich machen kann. Wenn man wirklich einen strukturellen Schaden in der Felge hat, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Felge einmal komplett auszutauschen. Am Beispiel Tester kostet das so um die 280 Euro, 190 kostet die reine Alufelge. Dann kommen nochmal 60 für die Bluetooth-Sensoren oben drauf und 30 für die Aero-Kappe. Ich weiß nicht, ob man das auch separat kaufen kann, aber 280 wäre so der Gesamtpreis für eine einzige Felge. Möglichkeit Nummer zwei, und das ist eine Reparatur, über die wir da reden, das ist ein TÜV-Zertifizierungsverfahren. Das nennt sich der Wheel Doctor und da wird die Felge quasi abgeschliffen und das sollte eigentlich zum Ergebnis führen, dass man nichts mehr von dem Kratzer sieht. Das kostet so um die 150 Euro in etwa. Möglichkeit Nummer drei, und das ist eine reine optische Verbesserung, die man da durchführt. Das ist ein sogenannter Felgenlackstift, den man auftragen kann. Dieser hier wurde uns freundlicherweise von Testlabs für dieses Video zur Verfügung gestellt. Wir kriegen aber keinerlei Geld dafür, dass wir dieses Produkt verwenden, haben aber einen Affiliate-Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr darüber das Produkt bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision dafür. Außerdem könnt ihr mit dem Code TOFI5 noch 5% auf das gesamte Sortiment im Testlabs Shop sparen. Der Felgenstift hier kostet 14,99 Euro bei Testlabs und den werden wir jetzt bei unserer Felge ausprobieren. Dann kommen wir mal dazu, wie man das Ganze eigentlich anwendet. Das sind eigentlich nur drei Schritte, die dafür nötig sind. Zuerst muss man die Felge entsprechend sauber machen. Das machen wir einfach nur mit Wasser und Mikrofasertuch dazu. Als nächstes muss man dann die konkrete Stelle mit Spiritus reinigen, um da Fett zu lösen und Staub zu lösen. Ansonsten kann der Lack nämlich nicht richtig haften. Dann trägt man den Lack eigentlich auch schon auf und dann muss das Ganze noch trocknen. Also in der Theorie nicht so wirklich kompliziert, aber ich habe da schon echt Respekt vor. Ich bin nicht handwerklich wirklich begabt und habe da ein bisschen Angst, dass da wirklich was bei passiert. Also wenn ich das hier hinbekomme, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das wirklich einfach ist und ihr es am Ende auch hinbekommt. So, dann machen wir jetzt den ersten Schritt und machen hier Wasser. Ich würde das hier einfach auf dem Zewa, haben wir es noch mitgenommen, drauf machen. So, und hier entsprechend die Stelle einfach ein bisschen abreiben. Für Step 2, den Spiritus, ziehen wir uns auch ein paar Schutzhandschuhe an, um dass das eben nicht direkt auf die Haut kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Dann machen wir den Spiritus entsprechend ab. Haben jetzt hier das Mikrofasertuch, machen da eben ein bisschen was drauf. So, und wir handeln damit jetzt hier entsprechend die Stelle und treiben da einfach so ein bisschen drüber. Gut. Dann hier noch wichtig, das muss jetzt kurz eintrocknen, das Ganze. Und dann machen wir gleich den Lackstift drauf. Während wir jetzt den Spiritus einwirken lassen, auch ganz wichtig, muss der Felgenstift minutenlang geschüttelt werden. Das machen wir jetzt und werden das Ganze mal ein bisschen schütteln. So, wir haben das Ganze jetzt so 3-4 Minuten lang geschüttelt. Jetzt drehen wir es entsprechend auf. Okay, und haben jetzt hier entsprechend so eine kleine Pinsel, den wir jetzt hier so entsprechend langsam drüber tupfen.
auf jeden Fall sehr gut. So, das war jetzt die erste Lackschicht, die wir soweit aufgetragen haben. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Wir lassen das jetzt mal kurz ein paar Minuten antrocknen und dann gehen wir noch ein zweites Mal drüber für eine zweite Lackschicht, dass es noch mal so ein bisschen mehr aufgefüllt wird. Also was jetzt halt schon mal wirklich schön ist, man sieht jetzt nicht mehr dieses Metall so durchschimmern. Klar, man sieht, dass es hier ein bisschen anderer Farbton noch ist als der, der daneben ist, aber wenn man es jetzt halt von ein bisschen weiter weg betrachtet, war für mich halt immer dieses Schlimme, dass es so extrem geleuchtet hat, dass du wirklich, wenn du schon von 10 Metern aufs Auto zugekommen bist, diesen Schaden direkt gesehen hast und das ist jetzt schon besser. Ja, schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Felgenschaden hattet, ob ihr den habt reparieren lassen, ob ihr es auch selbst gemacht habt mit so einem Lackstift. Das würde mich an der Stelle mal sehr interessieren. Wir haben jetzt die erste Lackschicht mal so 4-5 Minuten trocknen lassen. Der Lack hat jetzt auch wirklich die Farbe der äußeren Felge ein Stück weit angenommen. Wir wollen jetzt nochmal eine zweite Lackschicht hier drauf machen, weil man es immer noch so ein bisschen durchscheinen sieht, das Ganze. Hier rechts hatten wir auch so ein ganz klein bisschen Kratzer, den wir auch bei der Gelegenheit mit ausgebessert haben. Und da sieht es schon richtig, richtig gut aus. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr dazu noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von uns. Wir haben jetzt die beiden Lackschichten entsprechend drauf gemacht. Können wir uns ja auch nochmal gemeinsam angucken. Hier die Stelle sieht für mein Dafürhalten jetzt schon eigentlich ziemlich gut aus. Also man sieht jetzt nichts mehr durchschimmern. Klar, man sieht auch, dass der Lack so ein bisschen uneben aufgetragen ist. Lassen das Ganze jetzt aber erstmal so für 1-2 Stunden komplett austrocknen, dass es dann auch sich bisschen mehr verteilt, hoffe ich zumindest. Das Wetter ist beim Trocknen auch noch sehr, sehr wichtig. Es darf nicht zu warm sein, also Testlabs gibt an so zwischen 20 und 25 Grad. Wir haben jetzt 22 Grad. Die Sonne darf nicht zu stark scheinen. Es ist jetzt ein bisschen bewölkt und es darf nicht zu windig sein. Ja, es ist heute ein bisschen Wind, ja, aber das Auto steht windgeschützt, weswegen die Bedingungen eigentlich ziemlich gut sind. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze nach 1-2 Stunden aussieht. So, wir sind jetzt wieder zurück, sind jetzt so 1,5-2 Stunden ungefähr vergangen und ich gehe hier so komisch rückwärts, weil ich habe das Auto jetzt auch noch nicht gesehen und will mit euch zusammen mir angucken, wie jetzt der Effekt aussieht. Also wenn man jetzt auf das Auto kommt, ob man noch irgendwas an der Felge sieht, wieso der Effekt ist. Und jetzt drehe ich mich um und gucke. Ja, finde ich gut. Also wenn man es jetzt so von hier sieht, so 3-4 Meter vom Auto weg, sieht man erstmal gar keinen Unterschied mehr in der Felge. Ich gehe jetzt mal so nah dran. Ja, sieht insgesamt gut aus. Also man sieht jetzt hier natürlich, hier oben, wo ich es entsprechend korrigiert habe, dass da entsprechend was gemacht wurde. Vielleicht hätte man da auch nochmal eine zweite Lackschicht mit auftragen können. Aber insgesamt ist es wirklich deutlich besser. Also wie gesagt, wenn man jetzt so ein paar Meter weit weg ist, geht es mal wieder so 3-4 Meter weg, sieht man es nicht. Also wenn man nicht weiß, dass da entsprechend der Schaden dran ist, sieht man es von so weit weg eigentlich gar nicht mehr. Also da bin ich wirklich so weit erstmal zufrieden. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann gehen wir nochmal ein Fazit, wie jetzt das Ganze aus unserer Sicht so funktioniert hat und ob wir das Ganze auch empfehlen können. Es ist jetzt ein Tag später und wir haben nochmal eine neue Lackschicht auf die Felge aufgetragen. Einfach, weil uns aufgefallen ist in der direkten Sonne, dass immer noch so ein bisschen was Metallenes durchgeschieden ist. Und von daher haben wir nochmal eine Lackschicht mehr aufgetragen. Sind jetzt mit dem Ergebnis eigentlich auch soweit zufrieden. Wir lassen euch jetzt mal ein paar Bilder einblenden, um dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Und sprechen wir jetzt mal über das ganze Thema Erwartungshaltung. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine allzu hohe Erwartungshaltung an das Produkt. Das liegt daran, als bei mir der Schaden passiert ist, habe ich mich damit auch schon mal mit dem ganzen Thema Lackstifte beschäftigt, habe ein paar Videos dazu angeguckt und war immer relativ enttäuscht von den Ergebnissen, die so in den Videos gezeigt wurden. Aus meiner Sicht sah das immer schlimmer aus, als es davor war. Und deswegen habe ich mich von dem ganzen Thema erstmal ein bisschen ferngehalten. Und jetzt durch Testlabs hatte ich eben die Möglichkeit, so einen Stift mal zu testen. Und bin wirklich positiv von dem Ergebnis überrascht. Weil für mich war ja das Störende, dass es immer so durchgeschieden hat. Man ist aufs Auto zugekommen. Ich blende auch nochmal die Anfangsszene ein. Da sieht man das auch richtig gut, wie das so leuchtet. Und das hat mich halt wirklich gestört. Und das konnte ich mit dem Lackschiff beheben, dass es eben nicht mehr optisch so aussieht. Klar, wenn man noch ganz nah dran geht, dann sieht man einfach noch so das Unebenheiten im Lack drin und es ist nicht perfekt. Aber das muss es für mich an dieser Stelle auch gar nicht sein. Irgendwann später, wenn ich das Auto, spätestens wenn ich das Auto wieder verkaufe, dann lasse ich die Felge auch nochmal richtig professionell aufbereiten. Aber hier muss man natürlich auch wissen, man darf nur ein einziges Mal die Felge reparieren lassen und kein zweites Mal. Dann müsste sie komplett ausgetauscht werden. Und da dieser Schaden ja so früh bei mir schon passiert ist, wollte ich diese eine Verbesserungsversuch quasi nicht schon von Anfang an aufbrauchen, weil es besteht ja eine realistische Chance, dass so ein Schaden nochmal passiert, auch wenn es der allererste Felgenschaden in meinem Autofahrerleben war. Aber theoretisch besteht ja die Chance und von daher
werde ich mir die Reparatur aufsparen, bis sich ja eben das Ende meiner Zeit mit dem Tesla nähert. Bin bis dahin aber mit dem Ergebnis des Felgenstifts wirklich zufrieden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Ergebnis findet und ob ihr euch das auch vorstellen könntet zu verwenden. Ansonsten sei noch gesagt, dass es eben auch Felgenstifte für alle anderen Felgenvarianten gibt, sowohl Model 3 als auch Model Y. Und falls ihr noch andere Schäden habt, gibt es auch Lackstifte, sogar in den neuen Quecksilber aus Berlin, um da euren Lack auch auf Vordermann zu bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Tofi Elektrisiert.